Warte, jetzt. Hallo Leute, wir sind zurück aus der Sommerpause und waren heute früh schon einkaufen, haben ein paar nette Sachen gefunden, denken wir mal, und waren auch schon in Nachbarswald, haben jede Menge. Was haben wir denn alles gefunden, Ilo? Oh, wir haben ein bisschen Heidelbeere mitgenommen, ein paar Zapfen, Moos, ja, die Stämme sowieso. Liegt alles unten alles teilweise, unten drunter, ne? Ja, wir haben... Alles durcheinander. Wir haben bloß alles ein bisschen aufgeschichtet, damit wir alles wegkriegen. Da ist noch mehr drunter, ja. Aber das verbauen wir dann alles in den nächsten Videos. Also es kommen jetzt wieder ein paar Herbst-Deko-Videos. Ja. Wenn euch sowas gefällt, abonniert gerne unseren Kanal. Bleibt dran und jetzt geht's los. Und dann haben wir noch ein bisschen... Was sind das eigentlich hier? Ja, da hängen sogar noch ein paar Beeren dran hier. Also ich kenne nicht alles, aber was so frei liegt. Außerdem haben wir dann... Die Scheibe haben wir gekauft. Oh ja, die war 4,99 beim genau, Götz. Die fanden wir toll. Und das habe ich gerade im Wald gefunden. Das fand ich sieht aus mega. Wie Blätterteig. Ja. Und ich fand das einfach toll. Habe das gleich mal drapiert. Und dann haben wir hier so eine... Ach ja, ich wollte dann mal so ein altes, rostiges Gefäß, was ich selber habe. Habe ich einfach nur Moos oben drauf gesetzt. Das hatten also wir noch. Nicht, das war doch von Frühling ja, da gelegen bei uns. Das, ne, einfach nur das Moos mit reingesetzt, nichts weiter. Dann habe ich von meinen Eltern mal so, so einen kleinen Witzbold hier Gott, bekommen. Das ist so süß. Wenn du mal erzählst, ich habe da noch was, dann denke ich mir immer, ja, Ilo, alles klar. Ja, den habe ich halt noch. Oh Gott, ist und der herzig. Und habe gedacht, der ist doch ganz putzig, wenn ich den damit dazu setze. Er hat so ein süßes Gesicht. Aber wie? Dann haben wir ja unsere alten Gefäße. Wir haben jetzt gefäßtechnisch nichts dazu gekauft. Nein, wir haben noch. Wir haben nur ein bisschen Deko, wie jetzt zum Beispiel den Kürbis. Gibt es kleine, große in allen möglichen Farbvarianten. Ja, und dann alles beim Götz. Ne? Auch hier so mit Windlicht, also ganz niedlich total gemacht. Süß. Dann haben wir noch einen Apfel gekauft, aber den haben wir wo den gekauft? Haben wir bei Ernstings Family gekauft. Ernstings, genau. War aber das relativ gleich teuer wie beim Götz, ne? Weil den hatte ich schon. Den hatte Kathi schon. Und die Scheibe haben wir noch. 5,99 der Apfel. Ach so, ja. Ungefähr. Die Scheibe war 2,99, glaube ich, die kleine. Ja, 2,99 steht dran. Die habe ich mal irgendwann vor Jahren auf dem Markt gekauft. So schön, bei uns. Auf dem Bayreuther Markt. Ja. Ich habe erst gefragt, welcher Markt? Sagt sie im Herbst? Sage ich, okay, das muss ja dann der Martini-Markt gewesen sein. Und das ist auch alles sehr schwer. Das ist wirklich. Ist Vollholz, oder? Also nicht massiv, irgendwie Hohlkörper. Nein, das sind alles Massivholzteile. Das merkst du auch, wenn du den anhebst, weil der echt schwer ist. Ja, und was wir gemacht haben, sind jetzt hier einmal so einen süßen roten Klee noch gekauft, den ich ganz, ganz niedlich finde. Süß. Der blüht sogar schon. Dann haben wir die Strohblume. Ich wusste gar nicht, wie die heißt. Das ist aber eine Art Strohblume. Das und ist die auch kann man ganz, bis zum Frostwagen lassen? Ja, die kannst du auch noch eine ganze Weile draußen lassen. Schön. Die ist echt süß. Mhm. Die passten so gut zusammen. Ne? Und vor allen Dingen die Konifere. Die Konifere ist so süß. 1,99 und die hat bestimmt 20 Zentimeter. Also die ist gar nicht so klein. Ne? Nee. Was, kenne ich jetzt vom Namen nicht. Sagt mir jetzt auch nichts. Falls ihr das kennt, schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Ich habe auch nicht gefragt, aber ich fand es einfach nur hübsch. Es passt immer dazu. Wir haben viel Grau und ich habe gedacht, Mensch, da irgendwo passt das rein. Irgendwo kriegen wir Wir wollten eigentlich noch ein paar so Sträucher mit Beeren dran, ne, die wo alle Beeren dranhängen, alles voller Beeren. Aber leider kriegen die heute erst Lieferung und alles ist weg. Ja. Aber wir kaufen dann bestimmt noch mal was ein. Ja. Also das hatte mir auch gefallen. Ne? Ja, mir auch. Wir wollten jetzt hier bei der großen Scheibe, wollten wir einfach mal, weil das ist ja Holz. Ist ja wohl nicht wahr. Also wir nochmal, wir mussten ganz kurz mal unterbrechen, weil der Schwiegervater gemeint hat, er muss jetzt Rasen mähen. Der ist jetzt aber erstmal hinters Haus, also sorry. Ilo, Beeilung. Hexen kann ich nicht, aber ich gebe mir Mühe. Ich wollte jetzt hier das alte Gefäß nochmal bepflanzen. Und zwar mit der Konifere, weil ich die auch ganz süß da drin finde. Dieses Grün ist so frisch, ne? Ja. Sieht so frisch aus, eigentlich wie Frühling, aber es passt genauso gut in Herbst. Das passt hier nämlich ganz, ganz toll rein. Oh, toll. Ist einfach nur göttlich. Oh, das sieht richtig toll aus mit dem Holzgefäß. Und die sind auch nicht teuer. Die gibt es jetzt beim Götz lang und schmutzig. Ja, ja. In allen Größen. Ach, da gibt es noch ganz andere Gefäße. Leute, da müsst ihr reingehen. Das ist so traumhaft. Ja, gibt es viel. Ah, und auch für günstig Geld. Also es ist nicht alles teuer. Ja, man muss eben gucken, was, ne? Also die haben und auch, langsam durchgehen. Was haben wir heute gesehen? So verrostete Kronen, ganz wunderschön, aber so 30 Zentimeter Exemplare kosten da schon mal an die 30 Euro. Ja.
Na, aber es gibt auch kleine, also vielleicht hole ich morgen noch so eine kleine, weil die war schon süß und Ilo ist gerade dabei, mich anzustecken mit ihrem Rostwahn. Meine Schwiegermutter hasst das ja, aber ich fange langsam an, mich dafür zu begeistern. Aber so verändert sich es halt mit den Jahren. Ne? Ja, aber ich finde halt, diese Rostfarben sind etwas für den Herbst. Ich finde einfach, das ist nur so, diese Farben sind einfach so toll, gerade im Herbst. Und das ist das, was mich so dabei inspiriert auch. Ne? Ich hätte jetzt hier einfach nur noch mal vielleicht einen kleinen Kürbis dazu, alles andere vielleicht mal aus dem Weg. Mhm. Da kannst du ja einfach nachher mal noch ein... Mache ich noch ein Foto noch gleich, ein Foto auf alle Fälle. Dass wir hier mal alles andere irgendwie ein bisschen beiseite nehmen. Mhm. Ihr könnt uns... nur das hier wirken lassen. Ja, das sieht so schön aus. Warte mal kurz. Mhm. So, dann hast du vielleicht nichts mehr im Weg, wenn du gerade durch... Ja, habe ich nichts mehr im Weg. Ihr könnt uns auch mal gerne schreiben, was ihr lieber sehen wollt für Dekoration. Ob das eher was für draußen ist, für den Hauseingangsbereich, für den Tisch. Weil das wäre jetzt eigentlich perfekt für den Tisch, aber auch für... vor den Hauseingang, wenn es überdacht ist vielleicht, wie bei mir, ne, habe ich so ein kleines Tischchen stehen und da kann da immer was stehen. Aber genauso gut für drinnen geeignet, braucht nicht viel Pflege, außer die Konifere nicht vergessen zu gießen. Ja. Sogar das schaffe ich manchmal, ne? Das vergessen zu gießen, meine ich. Aber ansonsten, das wirkt für sich, sieht mega hübsch aus und sowas habe ich noch nicht zu kaufen gesehen, ehrlich gesagt. Und es ist halt wirklich mal was anderes als immer nur diese Standard, kitschigen Standardsachen, oder? Was sagst du? Damit kannst du auch nichts anfangen, ne? Nein, damit kann ich nichts anfangen. Ja. Das hier ist ja im End eigentlich schon ein sehr kitschiges Teil, aber ich finde es ganz süß. Aber der Rest nicht? Nein, der Rest nicht. Und er, wie soll ich sagen, noch ein Teil davon und ich hätte es nicht mehr gut gefunden. Ja, das ist dann zu viel, ne? Aber so ist es einfach ausgewogen. Und wenn es jetzt nicht wirklich von meinen Eltern wäre, dann hätte ich gesagt, Leute, ich mache da jetzt was anderes hin. Aber der passt wirklich ganz süß dazu. Den finde ich ganz toll. Nee, ganz klasse. Also schreibt uns mal, ob ihr auch sowas wie Türkränze sehen wollt. Also hätten wir auch Spaß dran. Wir haben gerade die Idee gehabt, im Wald auch mal herbstliche Türkränze zu dekorieren. Also man kann ja auch so Rohlinge kaufen aus Stroh, aus Buchs, aus was weiß ich. Alles. Und dann dekorieren. Also hätten wir auch Lust drauf. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, damit wir wissen, was ihr gerne sehen möchtet. Und dann können wir da uns auch danach richten. So, das war die erste herbstliche Herbstdeko für dieses Jahr 2019. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen gefallen und wir würden uns freuen, euch auch im nächsten Video wieder dabei zu haben. Bis dann, macht's gut. Tschüss.